Über 30 Teilnehmer folgten der Einladung zum 6. Internationalen Bürgermeister-Skirennen am Hocheck. Nach dem ersten Lauf waren die Gefühle gemischt. Weil man muss kämpfen von oben bis unten. Es ist der Schnee heute ein bisschen langsam und da muss man halt was tun, damit man wenigstens einigermaßen eine Zeit zusammenbringt. Also es ist sehr flott gesteckt, also man muss aber aufpassen. Also mein Kollege ist ja gerade gestürzt aus Groß Carolinenfeld, der Fesslerwand. Ich hoffe es heute nicht mehr, aber es macht Spaß und das ist ja das Wichtige heute an dem Tag. Der war hervorragend. Ganz flüssig steckt sogar was für mich. Und das heißt was. Also sind Sie zufrieden? Ja, auf alle Fälle. So gut wie heute ist mir noch gar nicht gegangen. Der Gewinner war anfangs von seiner Leistung nicht überzeugt, freute sich aber über den Sieg. Es ist ja doch irgendwo eine sehr schöne Veranstaltung und auch, wenn man schaut, das ganze Teilnehmerfeld nicht ganz klein. Es ist schon eigentlich etwas Tolles, wenn man das Rennen wieder gewinnen kann. Und auch im nächsten Jahr ist der Hochfilzener Bürgermeister wieder mit von der Partie. Aber selbstverständlich, es ist eine Ehrensache, wenn man von Tirol da zu euch rauskommen darf, dass man das Land Tirol gut vertritt und speziell meine Heimatgemeinde Hochfilzen.